Wo ist mein Kind? Wo ist mein Kind? Welches gehört mir? Welches gehört mir? Wo ist mein Kind? Und der Big Boss? Noch mehr Frauen. Yeah! Sind zwar ziemlich ruhig, aber so nett sind sie zu den Küken nicht. Ja, hallo und herzlich willkommen in Dalis Garten. Ja, im Moment dreht sich das meiste oder hauptsächlich alles um die Küken, dass sie rauskommen, frisches Gras bekommen, mein Blumenbeet. Und was ich noch mache, weiß ich nicht. Die Küken sind das Wichtigste im Moment für mich. Die müssen ja auch rauskommen. Und ja, ich nehme euch aber immer wieder mit und zeige euch, was meine Küken so anstellen, machen, wie sie sich benehmen. Die Enten sagen auch Hallo. Haben einen schlimmen Hahn hier. Willst du auch rauf? Na dann komm. Hey, Mädchen. Ja, ich mache Gymnastikübungen für meine Küken. Ja, du bist ein süßes Mädchen. Bist du da runter? Na, die Mami macht es dir möglich. Nein, du willst nicht runter. Da kommt noch eine Henne. Bist du noch mal hoch? Na dann bitte. Na komm, komm, kleines Mädchen. Ja, natürlich, Schnabel putzen, was denn sonst? Die Katze ist verzweifelt. So viele Spielsachen. Sie darf nicht mit diesen Spielsachen hier spielen. Dabei jagt sie so gerne Vögel. Sie frisst sie nicht, sie spielt mit ihnen. Spiel endet für den Vogel dann meistens tödlich. Deswegen muss ich immer auf meine Katze aufpassen. In 2 Monaten ist die Katze für die Küken keine Gefahr mehr. Aber bis dahin muss ich wirklich auf der Hut sein und auf die Küken aufpassen. Die Enten. Die zeigen keine Aggressionen gegenüber den Küken, sind eher neugierig. Wobei die Enten legen sich auch mal da neben den Zaun hin, so wie die Wächter und passen auf die Kleinen auf irgendwie. Habe ich das Gefühl. Heute waren die Babys gar nicht so oft draußen, nur einmal für 15 Minuten, denn wie ihr sehen könnt, es ist trüb, es ist kalt und da dachte ich mir, ich habe hinten einen Maulbeerbaum, den hat mir der Nachbar umgenietet beim Umpflügen. Vielleicht gibt es dort junge Triebe, die ich ausgraben kann und bei den Hühnern im Gehege einsetzen. Ich hätte gerne Maulbeerbäume, denn die schmecken gut und die Hühner lieben die. Also schauen wir mal nach, was wir da finden. Das ist der Maulbeerbaum, der was da umgenietet ist. Das war ja nicht absichtlich. Da könnt ihr sehen, das hier. Da gibt es aber auch ein paar junge Triebe. Vielleicht kann ich eines davon retten oder zwei
und die bei den Hühnern setzen, in der Hoffnung, dass die was werden. Denn so wie die Hühner Maulbeeren mögen, mag ich auch. Der ist umgenietet, ja. Aber ich glaube, den kann ich noch retten. Oh, das ist aber... Nee, das ist nur ein Ast. Ja, der geht noch. Den müsste ich aber, ja, ich hoffe, dass ich den retten kann. So, mal schauen. Ein paar Wurzeln hätte er noch. Müsste ich schneiden. Die müsste ich schneiden, die Äste. Aber der ist gut, der geht. Mal schauen, ob ich noch was finde. Was ist mit dem hier? Nee, das ist schon weg. Und das hier? Das ist ja nicht. Oder? Also zuerst werde ich mal die unteren Äste wegschneiden, Zweige. Oder wie man auch nennen will, sagen will, die unteren werde ich wegschneiden. Und hoffen, dass es was wird. So, das hätte ich jetzt mal und jetzt mal schauen. Wobei, das schaut recht gut aus. Vielleicht setze ich beide rein. Oh ja, und ihr seid schon neugierig. Wo setze ich die rein? Ja, Bertha. Ja, Bertha, bist du neugierig geworden? Irgendwelche Hindernisse. Oh ja, ich habe schon gesehen. Eine Wurzel. Hoppala. Ist gar nicht so einfach. Hier, meine Hübsche. Da ist was. Guck mal. Da ist was für dich, Schatzi. Guck mal. Da, Schatzi. Guck. Ja, da. Bertha. Komm, ein Wämmchen. Guck mal. Ja. Siehst du? Da ist ja noch eins. Da ist noch eins, Schatzi. Ja. Meine Hübsche.
Warte, Schatz, ich möchte dir nicht wehtun. Ja, du freust dich, Schatzeli. Du freust dich, Schatzeli. Da kannst du jetzt nicht reinkriechen, Schatzi. Aber ich gebe dir die Erde eh raus, Schatzi. So, bitteschön. Ja, Bertha. Ja, hast du ein paar Regenwürmer gefunden, meine Süße. Ja. Lass mich doch mal her, Kleines. Ja, ich tu dir nichts, Schatzi. So tief genug wäre es. Ich werde die beide reingeben, egal was passiert. Noch besser wäre es, wenn beide kommen. Ja, Schatzeli, ich tue dir doch nichts, Schatzeli. Da war nichts mehr, Schatzi. Da ist jetzt nichts mehr. Ich schau doch, ob was da ist. Nee, da ist nichts mehr. Was? Guck mal, Schatzi. Guck, da. Ja, meine Hübsche. Du weißt doch, dass ich dir nie was tun würde, Schatzi. Ja, meine Süße. Ja, ich tu dir doch nicht, Schatzi, das weißt du doch. Ja. Ich guck mal, ob es hier was gibt. Wenn es was gibt, kriegst du es. Das ist mein Finger, Schatzi. Da war ja doch noch ein Regenwurm da. Die Steine hier, die was da waren, habe ich einen Teil davon schon eingesammelt. Einige sind noch zum Einsammeln und die kommen dann in die Einfahrt. Dann kam die Frage von Sila, glaube ich. Braucht man einen Hahn für die Hühner? Wenn man keine Küken will oder nicht haben möchte oder nicht züchten möchte, nein, braucht man nicht. Ein Hahn ist aber was Schönes, wenn der in der Früh kräht und tagsüber sich meldet und kräht. Und ein Hahn, der warnt vor allem die Hühner vor Luftangriffe. Er kann sie zwar nicht schützen, aber er warnt trotzdem. Ja, Tweety, das sind nur Steine. Das sind nur Steine, Schatzi. Und ja, jetzt muss ich meine Steine weiter sammeln. Ja, was ist denn mit euch? Ja, was ist denn? Ja, was? Mal schauen, vielleicht gibt es die eine oder andere Lachsschnecke.
für euch. Ja, was ist denn? Ihr habt so viel Platz zum Schauen, aber ihr kommt immer da, wo ich bin. Was denn? Ja, ich weiß, du magst das gerade nicht. Aber ich mag dich hier auch nicht haben. Ja, ich nehme schon die Steine weg, dann könnt ihr hier oder Schnäbel reinstecken. Ja, bitteschön. Ich glaube, da hat sich was geregt. Ich glaube, da war ein Regenbogen. Du hast ihn schon, ne? Siehst du das? Ja, langsam, meine Hübschen. Tut euch nicht drängen. Da kann man sehen, da habe ich schon ein paar Steine hingegeben. Aber in die Erde stopfen, das kann ich nicht. Das wird ein Mann mit dem Auto machen, wenn er kommt. Die Erde ist ja schon so weich. Wenn er sich draufstellt, dann versinkt das in den Schlamm. Die Hühner wüten noch immer in meinem Blumenbeet. Ich glaube, ich werde sie in Zukunft im Hühnergehege lassen. Denn die haben wirklich einen großen Schaden angerichtet schon. Aber jetzt geht es zu meinen Steinen. Die muss ich auch noch her platzieren. Hahn, beruhig dich. Was ist denn, Blecki? Was hast du, mein Schatz? Ist da irgendwo Gefahr? Da kann man sehen,
Ich habe jetzt 2, 3 junge Hühner. Die kommen ja, die fliegen über den mobilen Zaun drüber. Und da kann man sehen, was die angestellt haben. Jetzt versuche ich, von dort Erde zu nehmen und den Klubloch zu bedecken. Und dann muss ich auch noch gießen. Ich hoffe, dass der noch was wird. Kosterde. Wenn man das lange genug stehen lässt, bei mir war es jetzt, wie lange? 3 Jahre? 4 Jahre? Und so schaut es aus, die Erde. Ganz was Feines. So, mal schauen, ob es was wird. Du brauchst gar nicht herzukommen. Ihr habt hier schon genug angerichtet. Ja, Mietzi, wann bist du rausgegangen? Die Katze nimmt sich die Holunderbäumensträucher vor. Meine Hochbeete sind jetzt so halbwegs in Ordnung wieder. Da ist die Komposterde. Ich neige dazu, die Zweige noch zu zerkleinern, Stroh drüber geben und in ein paar Jahren ist das auch ein guter Kompost, eine gute Komposterde. Mal schauen. Mal schauen, ob die Minze sich schon zeigt. Heiß genug wäre es ja. Also von Minze kann ich noch nichts sehen. Ist ja auch noch zu früh. Aber ich freue mich schon auf die erste Minze. Nie, dass ich keine Minze hätte. Und ich freue mich einfach drauf. Meine Hübschen. Oder ich verbrenne diesen Haufen, ganz einfach. Das werde ich machen, verbrennen. Und dann habe ich Asche. Diese Wurzeln da oben sind schon trocken, die könnte ich heute verbrennen. Aber ich muss nochmal ins Hühnergehege gehen, denn ich brauche Mais. Ich muss Mais popeln. Es hat angefangen zu regnen und ich habe hier viele glückliche Tierchen. Denn bei Regen kommen ja die Regenwürmer an die Oberfläche und die Hühner sind happy und die Enten genauso. Bis auf ein paar Hühner, die sich in der Garage verkrochen haben, sind alle anderen ziemlich aktiv und ja, das sieht man, die finden die Regenwürmer.
Es gibt nichts Schöneres. Die zanken sich ja regelrecht um die Regenwürmer. Aber auch die Enten sind ziemlich glücklich. Ja, und die Pfützen, ja. Pfützen sind ja ganz, ganz was Feines. Ich hoffe, es regnet noch ein bisschen, denn die Katscher, Enten, brauchen Wasser. Und die Mizi, die ist schon wieder frustriert, weil es regnet, sie kann nicht raus. Gestern, vorgestern war es schön, war sie draußen, aber jetzt schüttelt sie die Pfötchen, es ist ihr einfach zu nass. Und genau da ist das schlimmste Eck von meinem Garten. Da gibt es die meisten Nacktschnecken. Aber für die Enten erfreulich. Die suchen schon wie verrückt. Die süße Bertha. Erfreulich ist, ich habe jetzt schon 3 Enten, die was Eier legen. Bald kann ich die Eier einsammeln. Und in den Inkubator geben zum Ausbrüten. Die ist beleidigt, frustriert. Da breitet sich der Frust aus. Die wollen raus, aber draußen regnet es. Es ist kalt. Ich werde sie dann kurz rauslassen, damit sie den Regen kennenlernen. Wollt ihr denn raus, meine Süßen? Klar wollen sie raus. Aber die werden gleich wieder reinflüchten, das weiß ich. Na komm, komm her, meine Babys. Na komm, komm her. Ja, was denn? Habt ihr Angst vor dem Regen? Na kommt raus, meine Süßen. Da kommt her. Na komm. Zuerst den Lärm, das Schreien. Und jetzt gehen sie ihrer Tätigkeit nach. Die Enten sind nicht aggressiv zu den Küken, aber die Hühner. Denen ist nicht mehr so kalt. Ich glaube, die kann ich in einem Monat in die Garage übersiedeln. Dann wird Hühnergehege zugemacht, die Tür, sodass die Hühner im Hühnergehege bleiben und die Kleinen mit den Enten mitlaufen. Denn ich habe gemerkt, die Enten sind den Küken gegenüber überhaupt nicht aggressiv. Aber die Hühner, zu denen sind so ziemlich aggressiv. Nahrungskonkurrenz. Und mir ist kalt. Folgedessen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr was Interessantes in meinem Video gefunden habt. Wenn ja, wie immer Daumen hoch und ein Abonnieren nicht vergessen. Empfehlt mich weiter. Das Abonnieren, das kostet ja nichts. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Ungarn.